Willkommen bei Mecha Plus. Heute wollen wir mal ein bisschen GFK fräsen. GFK 2 mm. Dazu verwenden wir diamantverzahnte Fräser, Durchmesser 2 mm. Und schneiden daraus Teile für Modellflugzeuge, Ruderanlenkung, Ruderhenner und so weiter. Kurz, dass man kurz hier sieht. Das ist hier so eine Platte. Die fräsen wir jetzt auf unserer guten alten Enna raus. Und ihr seid live dabei. Den ersten Satz haben wir schon rausgefräst. Und jetzt schalten wir Werkzeug 2 an in dem Fall. Ich habe das aufgeteilt in verschiedene Werkzeuge, damit ich die selektiv da rausnehmen kann. Weil ich wechsle zwischendrin den Fräser, damit die Ergebnisse gleichbleibend gut sind. Gut, wir starten das jetzt. Viel Spaß! Das war jetzt 2 mm GFK, die zweite Runde. Wir machen jetzt noch die dritte Runde und ihr seid wieder live dabei. Ganz wichtig. Nebenbei, wir haben einen Staubsauger mit einem speziellen Filter für den Feinstaub. Falls wieder irgendjemand sagt, das wäre gesundheitsgefährdend. Ganz gesund ist der Staub nicht, man sollte also den Staub nicht unbedingt einatmen. So, jetzt machen wir erstmal ein bisschen Atmung hier. So. Aus. Jetzt nehme ich noch ein bisschen ab, damit die Teile jetzt auseinanderfallen auf dem Transport. Mache ich immer mit ein bisschen Crepe.
einfach damit die Teile da nicht rausfallen auf den Transport und man danach ein großes Puzzlespiel hat. Aber das muss nicht sein. Vorsicht, der Fräser ist scharfkantig, gell? Vorsicht mit den Fingern. Einer aus einer neuen Perspektive. So, F3 Start oder Start? War jetzt einer in voller Action. 15 Minuten für eine solche Platte. Völlig in Ordnung. Wie gesagt, Vorschub ca. ja, 10 mm pro Sekunde. Einschichttiefe 2 mm. Also auf einmal durchgestochen. Drehzahl ca. 20.000. Material ist FR4 GFK. Gute Qualität. Geht wie Butter. Jetzt kleben wir das Ganze wieder ab. Wie gehabt. Damit die nicht wieder rausfallen. Beim Kehren etwas langsam wegen dem Staub. Wobei der Staub ist relativ schwer. Das heißt, er fliegt nicht sofort hoch. Also ist nicht so schlimm wie bei, zum Beispiel bei MDF. Wo dann ruckzuck die Staubfahnen entstehen. So, kleben hier wieder fest. Und verlieren wir auch Teile. Huch, eben etwas gesehen, wie sie hochkommen. Genau, das soll nicht passieren. Beim nächsten Mal lasse ich ein bisschen größere Stege stehen. Die Stege waren etwas schwach bemessen. Nur 0,5 stark und nur 1 mm breit. Das war ein bisschen wenig. Aber ist wieder zu gut gemeint. Da freut sich der Kunde, weil er muss weniger ausputzen. Gut. So, Messer, wo bist du? Da.
schneiden wir das noch raus hier. Vorsicht Fräser, Vorsicht scharf. Und hier machen wir das Gleiche. So, dann können wir das raushebeln. Kleiner Schraubenzieher. Tolle Sache. Dann fallen die Platten hier einfach raus. So, das ist jetzt für einen Kunden hier. Und die dritte Platte. Ist dann für einen anderen Kunden. So, das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch was. Wir melden uns wieder. Wenn jemand Fragen hat zum Fräsen, kann er mir auch gerne schreiben. Oder mir auch mich mal anrufen. Tipps gebe ich immer gerne. Ich wünsche euch was. Euer Micha Plus Team.